Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über 2. Korinther 6 reden. Ja, hier ist besonders, sieht man Paulus, wie er war. Er erzählt es auch, in welchen Schwierigkeiten, wo sie waren und wie der Herr dem Kraft gegeben hat, wirklich sich als Diener Gottes zu beweisen. Ich lese von Anfang: Wir ermahnen aber euch als Mitarbeiter, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget, denn er spricht: Ich habe dich in angenehmer Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Seht, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Ja, schaut mal, man kann die Gnade Gottes vergeblich annehmen. Man kann so irgendwie annehmen und doch dem Herrn nicht dienen und doch nicht für ihn sein und doch eigentlich zuhören, wie der Teufel, wenn man zu dir spricht, und ihm folgen und nicht Gott. Man kann vergeblich die Gnade annehmen. Es ist hier so geschrieben. Und schaut mal weiter, wie er sagt, also: Und wir geben niemand irgendein Ärgernis, auf das unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allen Dingen beweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten und in Ängsten. Ja, er konnte es sagen, er war nicht alleine. Mit ihm waren da eine Gruppe von Männern, die das gesehen haben, von Geschwistern, die konnten es beweisen, bezeugen, wie Paulus war, dass er wirklich in jeder Schwierigkeit Gott also geliebt hat, in Geduld oder in großer Geduld. Manche sagen, wenn die Geduld nicht ausreicht, dann muss man die große Geduld einschalten. Er sagt also: In den ganzen Trübsalen, in Nöten und auch Ängsten. Ja, Apostel Paulus, der war immer realistisch. Auch Ängste kamen da auf ihn, auf die Leute, was passiert morgen. Und da hat er dem Herrn so gedient. Er konnte es wirklich von Herzen sagen. Und dann sagt er: In Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, in dem Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und zu Linken, durch Ehre und Schande, durch böse Gerichte und gute Gerichte, als die Verführer und doch wahrhaftig. Schaut mal, wie wichtig, wenn man so jeden Satz hier nimmt, zum Beispiel die Waffen der Gerechtigkeit, ein Schwert des Wortes Gottes, da muss man sich das Wort Gottes auch wissen, man muss es lernen, man muss auch verstehen, wenn der Herr von uns redet, was wir tun sollen, dazu müssen wir auch in der Bibel zu Hause sein. Oder auch den Schild des Glaubens, dass man jede Pfeile also von sich abweist, oder den Helm des Heils. Ja, wir sind gerettet. Waffen der Gerechtigkeit, auf den Gestiefeln sein, so dass wir das Evangelium verkündigen, dass wir auch also von geschützt sind mit dem, also mit dem Schild der Gerechtigkeit. Es ist doch so wichtig. Aber er sagt auch hier so wunderbar: Eine ungefärbte Liebe. Es gibt halt diese Liebe, die gefärbt ist. Und die Liebe, die nicht gefärbt ist. Ich habe es hier gelernt. Manchmal kommt es in einen Laden so freundlich, dass wir empfangen. Das hat man gelernt. Aber ungefärbte, richtige Liebe, die ist auch dann Liebe, wenn es nicht so gut geht. Wenn er sagt, also in Ehre und Schande, durch böse und gute Gerichte. Ja, wenn man von dir böse spricht, das ist nicht die Wahrheit. Es tut weh irgendwie. Aber er sagt, als ob sie gut von mir reden oder böse. Ich bin in dem Herrn, das sehen die Leute. Schaut mal, wir beweisen uns als Kinder Gottes in der Kraft und auch in dem Heiligen Geist. Ganz besonders, irgendwann, wo du nicht mehr kannst, der Heilige Geist trägt dich durch. Es ist so wichtig. Es ist nicht immer, dass man es irgendwie lernt, aber der Heilige Geist füllt uns aus und dann können wir auch in schwierigen Situationen mit ihm gehen, in der Wahrheit und auch in der Kraft Gottes. Wir wissen, wie es von Jesu mal gesagt worden ist. Also er redet so, als er die Kraft hat. Das hat die Leute überzeugt, weil Jesus wahrscheinlich war nicht so von außen so beeindruckend, wie Jesaja auch von ihm sagt, aber er war jemand, der so gesprochen hat, da war Macht. Da, die Leute kamen zu ihm, Tausende kamen die jenes Mal und dann haben sie gehört, ein paar Tage sind sie ihm gegangen, die waren hungrig schon und sind doch mit ihm weitergegangen, weil er gesprochen hat mit Macht und mit Kraft. Und das sollen auch wir hier tun. Und ich lese nochmal weiter hier: Als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und sie, wir leben, als die Gezüchteten und doch nicht getötet, als die Traurige, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als sie nichts innehaben und doch alles haben. O ihr Korinther, unser Mund hat sich für euch aufgetan
unser Herz ist weit. Schaut mal, in dem allem sind sie fröhlich. Und das ist, das kannst du nicht machen, wenn es dir so schwer geht. Dann ist auch irgendwie es gesehen, kann man sehen am Gesicht. Nein, wir sind fröhlich. Das hat man gesehen. Paulus hat es nie geschrieben. Deswegen ist es für Christen, wenn sie fröhlich sind, auch in allen Schwierigkeiten, wirklich, was er hier alles sieht, wir erleben sowas nicht heute. Wir sind in einer günstigen Zeit. Wir werden geliebt. Ich bin so gern auf die Arbeit gegangen. Überall habe ich wirklich wunderbare Menschen um mich gehabt, auch Christen. Und ich denke auch, klar, es waren auch Verfolgungen, aber alles ist es in dem, wie es Paulus hier war, es ganz, ganz wenig. Und möge der Herr uns Kraft geben, hier in unserer Situation mit ungefährter Liebe, in dem Heiligen Geist, wirklich auch fröhlich sein, weil der Herr uns erlöst hat. Und dann können wir auch diese Früchte bringen, die auch Apostel Paulus gebracht. Amen.